Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Firma Helmrich & Payne an. Wir werden die Firma aus vier Perspektiven anschauen. Firmenübersicht, Fundamental, fairer Wert, Charttechnik. Risikohinweis, ein Totalverlust ist möglich, dieses Video ist keine Kaufempfehlung. Firmendaten. Helmrich & Payne ist ein amerikanischer Bohrdienstleister mit Sitz in Tulsa, Oklahoma. Das Unternehmen teuft für Öl- und Gaskonzerne Bohrungen ab. Helmrich & Payne FlexRing Bohrtürme sind führend bei Bohrungen in unkonventionellen Lagerstätten. Umsatz der Firma ist 2,8 Milliarden US-Dollar. Gründungsjahr der Firma war 1920. Zentrale der Firma Tulsa, Oklahoma, Vereinigte Staaten. Mitarbeiter rund 7.767. Börsengang der Firma 15.01.1980. Kurs der Aktie. Wie entsteht der Aktienkurs? Der Kurs einer Aktie entsteht genau wie der Kurs einer Anleihe durch Angebot und Nachfrage und der steht aktuell bei 46,32 US-Dollar. Bookshare. Buchwert je Aktie. Der Buchwert je Aktie entspricht dem Eigenkapital dividiert durch die Anzahl der Aktien. Dort liegen wir bei 36,85 US-Dollar. Wenn der Aktienkurs auf diesen Wert runterfällt, dann haben wir Eigenkapital und Marktkapitalisierung gleich hoch. Cash Share, Bargeld je Aktie. Das Bargeld je Aktie entspricht dem Bargeldbestand dividiert durch die Anzahl der Aktien. Da liegt er wieder aktuell bei 3,73 US-Dollar. Free Cashflow, freier Cashflow-Aktie. Der freie Cashflow, in Klammer auch freier Geldfluss, wird meistens verwendet, um das Fremdkapital oder die Dividenden zu bezahlen. Er ist die Differenz der Cashflow aus operativen Geschäftstätigkeit und der Nettoauszahlung für Investitionen. Dort liegen wir aktuell bei 78 Cent. Diluted Earnings per Share, verwässerte Gewinn pro Aktie. Der Gewinn je Aktie ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft einer Aktiengesellschaft. Dort liegen wir aktuell bei minus 32 Cent. Dividende pro Aktie. Die Dividende ist der Teil des Gewinnes, den eine Aktiengesellschaft an ihre Aktionäre ausschüttet. Dort liegen wir aktuell bei 2,84 US-Dollar. Dividendenrendite in Prozent. Die Dividendenrendite oder das Dividendenpreisverhältnis einer Aktie ist die Dividende pro Aktie geteilt durch den Preis pro Aktie. Das ist auch die Summe der jährlichen Dividendenzahlung eines Unternehmens dividiert durch die Marktkapitalisierung unter Annahme, dass die Anzahl der Aktien konstant ist. Dort liegt der Wert aktuell bei 3,13%. Payout Earnings per Share, Ausschüttungsquote zum Gewinn pro Aktie. Die Ausschüttungsquote zeigt den Anteil des Gewinnes, der als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird, üblicherweise ausgedrückt als Prozentsatz des Gewinns des Unternehmens. Dort liegen wir bei minus 887,50%. Warum? Weil die Earnings per Share im Minus sind. Payout Free Cashflow, Ausschüttungsquote zum freien Cashflow. Die Ausschüttungsquote zeigt den Anteil des Gewinnes, der als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet wird, üblicherweise ausgedrückt als Prozent des freien Cashflows des Unternehmens. Da haben wir aktuell 364,93% Ausschüttungsquote. Gesamtkapitalrentabilität, Return of Asset. Die Kapitalrendite gibt den Prozentsatz an, wie profitabel das Vermögen eines Unternehmens bei der Erzielung von Einnahmen ist. Dort liegen wir aktuell bei minus 0,60%. Eigenkapitalrentabilität, Return of Equity. In der Unternehmensfinanzierung ist die Eigenkapitalrendite ein Maß für die Rentabilität eines Unternehmens im Verhältnis zum Eigenkapital, das auch als Nettovermögen oder Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten bezeichnet wird. Dort liegen wir auch bei minus 0,9%. Kapitalrentabilität, Return of Invest. Der Begriff Return of Invest ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl zur Messung der Rendite einer unternehmerischen Tätigkeit gemessen am Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Dort liegen wir aktuell positiv mit 0,9%. Handelsspanne, Gross Margin. Je höher die Gross Margin, desto mehr steht dem Unternehmen zur Verfügung, um seine sonstigen operativen Kosten, Vertriebs- und Verwaltungskosten und andere Verpflichtungen, Zinsenzahlungen zum Beispiel, zu decken und schlussendlich auch, um etwas an die Aktionäre zurückzugeben. Dort haben wir aktuell 35,70%. Umsatzrendite, die Operation Margin.
Im Geschäftsbereich entspricht die Operate March, auch als operative Gewinnmarge, Earnings per Interest March und Umsatzrendite bezeichnet, dem Verhältnis den operativen Gewinn zum Nettoumsatz, der in der Regel in Prozent angegeben wird. Da haben wir 0,70%. Nettogewinnspanne, Netto Profit Margin. Die Nettogewinnspanne ist ein Rentabilitätsmaß, das beschreibt, wie profitabel ein Unternehmen wirtschaftet. In der Nettogewinnmarge werden Abschreibungen und Steuern berücksichtigt. Da haben wir aktuell minus 1,30%. Verschuldungsgrad, Total Debt to Equity. Der Verschuldungsgrad DAE wird berechnet, indem die Gesamtverschuldung eines Unternehmens durch das Eigenkapital geteilt wird. Diese Zahlen sind in der Bilanz des Jahresabschlusses eines Unternehmens verfügbar. Die Kennzahl dient zur Bewertung des Verschuldungsgrades eines Unternehmens. Da haben wir aktuell 0,12, also sehr niedrig. Langfristiger Verschuldungsgrad, Long Term to Equity. Der langfristige Verschuldungsgrad ist eine Methode zur Bestimmung des Verschuldungsgrades, in den ein Unternehmen eingegangen ist. Um das Verhältnis zu ermitteln, wird die langfristige Verschuldung eines Unternehmens durch das Eigenkapital. Da haben wir aktuell 0,12. Der faire Wert der Aktie nach Gewinn pro Aktie von der Firma Helmrich & Payne bis zum Jahr 2026 sehen Sie hier immer zum Schlusskurs des Jahres. Schlusskurs mit einer angenommenen Dividendensteigerung von ungefähr 15%. Wenn euch die Information wertvoll war, könnt ihr mir gerne an meinen Kanal abonnieren und mir einen Daumen hoch geben, damit ihr die nächsten Videos nicht versäumt. Fairer Wert der Aktie nach Free Cashflow pro Aktie bis zum Jahr 2026 mit einer angenommenen Free Cashflow Steigerung von 8,61%. Immer zum Schlusskurs. Dividendenübersicht. Wir haben eine Dividendenübersicht bis zum Jahr 2026 mit einer angenommenen Dividendensteigerung von 2,1%. Wir sehen, dass immer die Ausschüttungsquote zum Earnings per Share Verhältnis gerechnet wurde. Hier sind wir nun aktuell in der Charttechnik. Wie man sieht, war der Höchstkurs der Firma bei $116,11. Das war im Jahr 2014, wo auch der Ölpreis sehr hoch war. Der Höchstkurs der Seitwärtsphase vom Jahr 2006 war bei $78,36. Und der Höchstschlusskurs am Tief vom Jahr 1997 war bei $40,37. Und der Höchstkurs der Seitwärtsphase vom Jahr 1997 war bei $45,56. Wenn wir aktuell vom Schlusskurs Juni 2019 zum Schlusskurs August 2019 einen Fibonacci-Bereich anlegen, dann kommt genau die Fibonacci-Bereichszone raus, wo wir uns aktuell befinden, beim 61,8 Retracement. Dort haben wir eine rote Kerze erzeugt auf Monatsbasis. Wir werden dieses Monat Januar natürlich abwarten, ob wir auch so weiter tief schließen oder ob die Kerze wieder grün wird. Wir sehen genau, dass wir beim 76,4 Retracement, also bei 47,84, abgeprallt sind. Hier seht ihr auch die Range aktuell vom Schlusskurs Juni zum August. Schlusskurs 2019 ist ungefähr 25,74%. Nun haben wir eine Fibonacci-Projektion angelegt. Hier haben wir nun die Projektionssäule vom Fibonacci-Bereich. Wie man sieht, sind meine Zielzonen Version 1 und Version 2 genau die Fibonacci-Projektionsbereiche 50% oder 76,4%. Das werden nachher die 31,08 US-Dollar oder 27,64 US-Dollar. Das wäre meine Version 1 und 2. Falls der Schlusskurs immer unter 37,59 fällt. Falls nicht, dann bleiben wir in der Seitwärtsphase und wir sehen wahrscheinlich eine längere Seitwärtsphase. Da ist meine Version 3. Da werden wir vielleicht wieder runtergehen auf das 23,6% Retracement bei 40 US-Dollar. Dann wieder hoch, wieder rauf, wieder runter. Und mein maximaler Zielbereich wäre immer die 47,54. Dort drüber schlusskursmäßig, dann könnte der Kurs weiter steigen. Hier sehen wir aktuell den Wochenchart. Wir haben aktuell eine rote Kerze produziert in dieser Woche. Und meine Zielzone wäre die 50%ige Korrektur oder die 76 Maximalkorrektur. Das wären 40,47 US-Dollar und maximal vielleicht 43,65 US-Dollar. Das wären die Zielzonen aktuell für die Firma Helmrich & Payne. Vielen Dank, dass Sie das heutige Video angeschaut haben und hoffe, Ihnen einen tieferen Einblick übermittelt zu haben.